das hat von Anfang an nicht funktioniert. Und von daher ist das, glaube ich, ein riesen Fortschritt. Also. Hi, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich war längere Zeit krank, allerdings nicht Corona. An der Stelle erstmal hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt, gesund seid und vor allem gesund bleibt in dieser Zeit, die uns alle irgendwie ganz schön durcheinander bringt. Kurze Info, die ich euch heute mitgeben möchte, und zwar, ihr habt es vielleicht schon gehört und mitbekommen, ich bin hier am Rastplatz Grunewald in Berlin an der Schnellladestation, die hier schon seit vielen, vielen Jahren steht und die zwischenzeitlich von E.ON übernommen war, und jeder von euch weiß, das war irgendwie so ein Satz mit X. Und jetzt schaut mal her, was hier plötzlich wieder steht: Tank und Rust E-Mobility. Das heißt also, E.ON ist raus, vielleicht ganz raus, und jetzt ist Tank und Rast wieder drauf und die Ladestation funktioniert einwandfrei, kann genutzt werden. Man muss nicht mal eine Ladekarte davor halten. Charge for free würde ich sowas mal nennen. Tolle Sache. Schön, dass E.ON hier raus ist. Die haben hier irgendwie nur Mist gebaut, die gesamte Sache komplett verbockt. Und ich bin wahnsinnig froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass E.ON hier raus ist. Das hat von Anfang an nicht funktioniert und von daher ist das, glaube ich, ein riesen Fortschritt. Also guckt mal nach, wenn ihr bei euch in der Nähe irgendwo eine Ladestation habt, die mal von E.ON betrieben war, gerade an den Bundesautobahnen, an den Tank- und Rasthöfen, das müsste jetzt wieder Tank und Rast sein und da müsstet ihr jetzt endlich wieder problemlos laden können. Das war's von mir, das ist nur dieser kurze Newsflash. Wie gesagt, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, wir sehen uns wieder auf dem Kanal. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch, auch wenn es nur ganz, ganz kurz war. Ich wünsche euch alles Gute. Julian sagt ciao. Ciao und bis zum nächsten Mal.